der Vater sagt zu seiner Frau, wenn ich so in den Kühlschrank schau, sieht's mau aus, Frau. Ich glaub, wir müssen irgendetwas tun. Es ist nur noch als Weckli da, da waren auch schon die Ratten dran. Ich glaub, wir setzen die Kinder aus, das Mädchen und der Bub. Das haben die Kinder aber gehört und haben erst mal eine Weile blärt. Dann hat Gretel eine Idee gehabt und hat sie am Hänsel gesagt, wo der Vater sie in den Wald nie fährt, der nah, wo es immer dunkler wird, hat sie aus dem Wegli kleine Prägeli zupft und auf dem Weg verteilt. Wär gut g'si, wunderbar, aber weil's ein kalter Winter war, händ Vegele im Wald halt auch viel Hunger gehabt. Die händ die ganze Prägeli gefresse, der Hänsel seit jetzt kannst's vergesse, wir finden nie mehr heim und jetzt stehn wir ganz dumm da. Wieder glatscht, haben über ihre Berufswünsche tratscht und plötzlich meint der Hänsel, guck, da vorne ist ein Haus. Aus Lebkuchen und Zuckerguss, während Wend und Spekulatius war auf dem ganzen Dach verteilt, ein richtiges Knusperhaus. Seit mein Magen knurrt und Gretel hat ein bisschen gemurrt, aber dann haben beide sich bedient, auch nebendran vom Schopf. Da kommt plötzlich eine alte Frau und schimpft und macht ein Mordsradau. Ihr Scheißtouristen, fresse mir buchstäblich das Dach vom Kopf. Haben sie ein schlechtes Gewissen gehabt und boten beide sofort an, für die Frau zum Schaffen, für eine ganze Woche Abhit. Die alte Zeit, das ist okay, weil ich eh nicht mehr richtig sehe. Wenn ich nicht ein bisschen zaubern kann, das bisschen Rente langt ja hinten und vorne nicht, aber Gott sei Dank habe ich ja noch den Schatz vom Silbersee, den hätte bis in den letzten Zug der Winnetou da gelassen. Hat noch etwas geplagt, zur Sicherheit hat er drum gefragt, isst du eigentlich Kinder? Ich mein, Bube, so wie mich. Hanoi, hat Frau gesagt, so etwas Blöds, das macht ja nicht einmal der Bill Gates. Wie kommst du denn da drauf, Bube? Das ist ja fürchterlich.
Doch dem das klärt war, war's ganz nett. Gleich neben Ofen war ihr Bett. Und ganz schnell hän sie gemerkt, die Altfrau isch e Pflegefall. Gretel hätt de Boden geschrubbt, de Hänsel noch im Ofen guckt. Sie hän sich einfach nützlich gemacht, hän geholfen überall. Frau hätt angefangen zum Verzählen, dass sie eigentlich hätt in ein Wohnheim wollen, aber der Weg dort noch, den findet sie allein auf keinen Fall. Dort suchen sie auch händeringend noch alte Pfleger, und zwar dringend. Wie wär's, ihr macht dort eine Lehr und sind dann Pflegepersonal. Vorschlag hätt ne ganz gut gefallen, denn der war gut und hätt auch alle geholfen für die Zukunft. Also sind sie mit. Und wo die Altfrau gestorben ist, hätt sie denne beide Kids ihr ganzes Hab und Gut vermacht, und wenig war das nit. Wenn jetzt die Brüder Grimm des Heere, wäre sie ganz neidisch wäre, denn so sind alle glücklich. Uns ist auch nicht banal. Wer glaubt denn schon dem Schluss, dem Doofen, mit Hexenbrot im Backofen? Minner Schluss ist schöner und weniger brutal.